Und willkommen zurück bei Shakes and Fidget. Ach, eine Flimmerkiste, ne? Ach, nee, da darf ich jetzt nicht draufklicken. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. In 6 Minuten ist die Holzfällehütte fertig und ich bin echt noch am Überlegen, was baue ich? Also erstmal gut, wir hatten Stein ist noch nicht übergelaufen. Aber ich bin echt am Überlegen. Weil ich bin halt jemand, der hat ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis und würde gerne die Mauer hochziehen. Andererseits würde ich auch gerne meine Edelsteinmine ausbauen und da würde ich halt vorher den Steinbruch für brauchen. Und ich habe jetzt auch schon so viel Holz, also ich glaube, ich werde als nächstes sowieso die Magier hochziehen. Ja, wir brauchen den Steinbruch, glaube ich. Das wäre am sinnvollsten. Aber vorher gucken wir uns nochmal an, was hier denn im 13. Stock. Wir hatten bis dahin schon ein paar schöne Kämpfe gegen den. Also unser Krieger haut da nicht wirklich viel rein. Weil das Problem ist, der blockt einerseits, was unser Krieger nicht kann, und macht halt viel, viel mehr Schaden. Also hier so 10 Millionen ist schon gut. Okay, unser Magier wurde einfach nur weggekrittet. Wer hier gut Schaden machen kann, ist die Kunigunde, wenn sie ausweicht. Da hatten wir ja schon richtig, richtig gute Tries gehabt, wo hier nach meinen Begleitern wir runter waren auf 30 Millionen. Aber darauf warte ich jetzt vergeblich. Und ja, wenn ich nicht ausweiche, bin ich auch ruckzuck weg. Aber er ist halt schaffbar. Man braucht halt nur Glück. Und wenn ich hier jetzt, was ich, 100 Pilze reinstecken würde, gehe ich ganz stark davon aus, dass der liegen würde. Aber da ich einfach eine super knauserige Sau bin, mache ich das nicht. Genau, ich habe auch heute Morgen eine Waffe ins Klo geschmissen. Die habe ich noch aufgehoben. Deshalb liegt die hier noch sinnlos rum. Und da wollte ich nochmal erklären, warum ich die genommen habe. Also ich vorher war ich so ausgerüstet und hätte mich halt folgende Attribute wären besser geworden. Ich würde 68 mehr Schaden machen, 40 mehr Intelligenz und 40 mehr Glück. Weil ich hier noch einen Ausdauer-Edelstein drin habe und das Ding keinen Sockelplatz hat, würde ich halt sehr viel Ausdauer minus machen. Warum würde ich jetzt trotzdem das Ding nehmen, auch wenn es keinen Sockel hat? Gehen wir mal davon aus, meine maximale Edelsteine, die ich zurzeit finde, sind 500. Das heißt, ich könnte hier einen 500er Int oder 500er Ausdauerstein reinmachen. Ich hatte ja schon mal erklärt, wie das mit dem Schaden funktioniert. Wir haben plus 68 Schaden. Das heißt, in der Schadensformel ist ja jeder Intelligenzwert ein Zehntel so viel wert. Also so Pi mal Daumen gerechnet. Von daher sind die plus 68 Schaden genauso wertvoll oder ähnlich wertvoll wie 680 Intelligenz. Und um 680 Intelligenz zu kriegen, müsste ich einen 680er Stein hier reinsetzen. Und da bin ich noch sehr weit von weg. Und da es ja auch noch plus 40 auf die anderen Attribute bringt, ist das Ding einfach besser und wird genommen. Punkt, Ende, aus. Und jetzt kann das Ding auch verkauft werden, weil es ist eh nichts wert. So, warte mal, waren heute nicht Gürtel in der. Ja, sehr schön. Tada, noch ein bisschen Gold gemacht. Genau, so sieht es erstmal bei den Begleitern aus. Die habe ich jetzt auch alle aufs höchste Level gebracht. Und es ist richtig schick. Und was ich jetzt natürlich noch hoffe, dass das Ding, wenn ich das in den Kessel werfe, zu einem Magierhut wird, weil das wurde, hat zwar auch keinen Sockel, aber könnte den Magier auch noch ein bisschen verbessern. Was auch schon mal schön wäre. Weil beim Krieger, der hat halt einen mit Sockel und da würde ich es halt nicht austauschen. Weil bei einer Waffe ist es immer so ein, die kann man, tauscht man schneller aus, wie jetzt so Rüstungsgegenstände. So, einen Kampf. Oh, müssen wir gar nicht mehr machen. Dann können wir uns ja den Schwächsten aussuchen. Und 9000. Tut mir leid, Kuschelfieh, bist echt nett. Also ich schreibe ja auch öfters mit dir, aber du gibst halt Gold. Was will man machen? Heißt ja auch Golden Age. Also wenn ihr da vielleicht noch bei denen mitspielen wollt. Ach nee, das Video klick. Ja. Ich finde es immer so schade. Ich werde mal kurz gucken. Bei den Lucky Coins, wie viel wir da haben. Da gab es noch einige. Sehr schön. Und wir können ja eigentlich schon mal am Rad drehen. Da kann ja jetzt eigentlich nicht mehr viel passieren. Warum wir es nicht tun sollten. Hey, können das nicht große Tränke sein? So, Stein, Holz. Denn wäre jetzt, glaube ich, mein Steinlager auch voll. Nochmal Holz, nochmal Holz.
Stein, Gold. Komm, nochmal 9 Millionen Gold. Und noch viermal Steinpilz, XP und das war's. So, und da haben wir unser Steinlager sogar überfüllt. Oh, kann ich natürlich dann nicht mehr einsammeln. So, was schreiben Sie hier? Ja, Gold gespendet und ein bisschen Schaden gemacht. Genau, das können wir auch noch machen. Aber den Kampf mache ich, glaube ich, lieber später. Das Ding ist nichts mehr wert. Können wir mal gucken, ob wir hier wen zum Angreifen finden. Also von daher hier die Soldaten auszubauen, das ist was, was sich so richtig überhaupt nicht lohnt. Das werde ich, glaube ich, nur machen, wenn ich hier genug Ressourcen noch zu liegen habe und echt nicht mehr weiß, wohin damit. Dann baue ich die Soldaten aus. So. Und jetzt haben wir noch eine Minute, um uns zu überlegen, was wir dann tun. Warte mal, wenn das Ding fertig ist und wir dann den Steinbruch ausbauen, gehen dann nicht die Steine, die jetzt hier gesammelt sind, verloren? Okay, das sind jetzt dann vielleicht zu dem Zeitpunkt so um die 1000 Steine, aber es wäre mal interessant zu wissen. Warte mal, 400.000 Steine verbraten wir. Dann ist ja unser. Nee, ist ja egal, wir kriegen ja dann keine Steine mehr hier durch rein. Von daher kann das Lager ja ruhig überfüllt sein. Ist ja alles in Ordnung. Aber mich würde halt wirklich mal interessieren, weil normalerweise klickt man ja hier rauf und er räumt sie mal leer. Ich habe auch keine Möglichkeit, jetzt gerade Ressourcen irgendwie auszugeben, außer die Soldaten auszubauen. Und das würde ich eher nicht machen wollen. Von daher, ja, müssen wir den Steinbruch nehmen. So, ihr könnt jetzt gerne den Countdown mitmachen. 2, 1 und ausbauen. Ja, die waren wohl weg, die paar. So, denn super spannendes Feature. In 6 Tagen und 10 Stunden geht es hier weiter, oder in 924 Pilzen. Ja, aber wir kriegen endlich wieder Holz. Sieht auch schick aus, die neue Holzfäller, Leute. Was hat sich eigentlich hier getan? Den komischen Kopf hatten wir vorher hier schon drauf, aber ich glaube, hier vorne lag vorher nicht so viel Holz vor der Hütte. Von daher ist das schon richtig schön. Und dann haben wir hier zwar jetzt ein bisschen weniger Holz, aber wir machen jetzt 30.000 pro Stunde. Das ist richtig schön. Und er fasst auch jetzt mehr. Da müsste ich mal nachgucken, wie viel da jetzt so reinpassen. Da können wir mal kurz bei dem 4M reingucken. Holzfällerhütte. 20 Stunden. Sehr schön, das gibt uns nochmal einen ordentlichen Puffer. Ups, da waren wir noch auf dem falschen Server. So, dann, was müssen wir hier noch tun? Die Kämpfe. Aber da ich heute noch nicht so viel Alu gespielt habe, ne, mal guckt, ich bin hier erst bei 2 Alu, werde ich, ja, aber es ist schon immer spannender, die Kämpfe live zu zeigen. Also auf jeden Fall den Gildenkampf können wir ja mal machen. Und so viel wird sich da, glaube ich, auch nicht an. Oh, 6 Millionen, sehr schön. Ach, leider ein Crit. So. Trotzdem 8 Millionen. Dann gucken wir doch noch mal ins Single-Portal. Naja, ich würde jetzt vielleicht noch, naja, 5, 6 Intelligenz, geschickt dazu kriegen. Aber, naja. Das wird, glaube ich, hoffentlich nicht den Unterschied machen am letzten Tag, wenn wir den hier killen. Und ein Crit. Das ist eine schöne Eröffnung und wir weichen aus und critten nochmal. So muss das aussehen. 3 Crits in Folge. Sehr schön. 4 Crits in Folge und dreimal ausgewichen. Viermal ausgewichen und noch ein Crit. Das ist schön. Aber das sind ja so die ersten Schläge. Das ist auch nicht so wichtig, wenn ich da ausweiche, weil er da ja noch recht wenig Schaden macht. Jetzt wird es eher wichtig, wo er die uns in einem Schlag wegrotzen könnte. Okay, 11. Okay, ich mache 11 Millionen, er macht 10 Millionen. Das war, glaube ich, echt nicht so viel. Ja, da haben wir ihm nur 3% abgezogen. Schade, schade, schade. Okay, nehmen wir die schlechteste von den. Die beste von den schlechten Quests. Ja. Jetzt muss ich wieder mein Klickschema ändern und da nicht mehr draufklicken. Ach, immer diese Umgewöhnung. Ja, also ich habe ja jetzt in dem anderen Video schon groß erklärt mit der Levelbremse, warum das nicht, warum es schade ist, dass die jetzt doch nicht rausgepatcht wurde. Da müsst ihr euch also keine Sorgen machen, da gibt es keine große Umstellung.
Morgen startet der neue Server. Da werde ich dann wieder ein extra Video machen, nur für den Server. Und auch dabei sein. Und da will ich halt nochmal eine neue Festung aufbauen und eine 25er-Gilde machen. Das heißt, ich möchte nur bis Stufe 25 spielen. Wird etwas knapp, weil wenn man guckt, hier die Gebäude kosten 1600 Gold. Also wird es schon ein bisschen eng. Aber es soll für mich ja sowieso nur eine 100 Alu-Gilde werden am Anfang. Von daher habe ich es auch nicht eng, so eilig und werde da ganz entspannt spielen und kann ja zur Not durch Stadtwache oder aufs nächste Gold-Event warten. Und werde mal gucken, wie es da so läuft, ob ich da oft abgefarmt werde. Mal schauen. Ich werde auf jeden Fall wieder dabei sein und wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt: Willkommen zurück bei Shakes and Fidget. Bis dann.